So, neue Runde auf der RPM, meine Damen und Herren. Holle die Waldfee. Wir fahren jetzt mal ein Stückchen Stroh. Warum liegt hier eigentlich Stroh? Na klar, weil hier die Ernte war, meine Damen und Herren. Ihr seht ja hier eigentlich ganz gut. Müssen wir bloß mal gucken, dass wir schön langsam rauskommen. Schließlich haben wir hier einen Lowdeck. Mit diesem Aufbau. Eieieiei. Da wollen wir schön langsam fahren. Wir wollen ja nichts kaputt machen. Weder von der Fracht. Sonst natürlich auch vom ganzen LKW. Alter. Und jetzt sieht das schon mal ganz geschmeidig aus. So, und dann geht es eigentlich auch schon los hier. Also wieder auf der RPM-Map. Uiuiuiui. Und wir müssen zu so einem Forsthof im Norden von der Map. Und da sind sogenannte Hidden Roads versteckt. Einige sind wir schon gefahren im Livestream, wer es gesehen hat. Oh, richtig, richtig geil. Aber so geil. Geil wie geil. Und da fahren wir jetzt auf alle Fälle einfach mal lang die Richtung hier. Gucken wir mal, ob wir das so finden, wie wir meinen. Da muss man ein bisschen aufpassen hier bei diesen Hidden Roads, weil hier auf diesen schmalen Straßen, wo ich jetzt hier gerade unterwegs bin, sind auch Traktoren unterwegs mit Anhänger. Haben wir schon gesehen. Und noch so Mähdrescher und so Gedöns. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ne? Also hier ganz voll schmatter kannst du auch nicht fahren. Also ganz schön, aber da musst du halt bremsen. Ne? Aber solange alles gut läuft, passt es ja. Und wie gesagt, das sind ganz viele Hidden Roads. Ne? Überall sind so kleine Straßen, hier sieht man es. Diese Straßen, hier seht ihr das? Da kann man überall lang fahren. Es ist jetzt hier natürlich auf der Karte nicht eingezeichnet, doch hier ist ein Stück eingezeichnet, doch war von mir letztes Mal. Aber da kannst du überall lang fahren. Und das ist eigentlich das Spannende, weil du gar nicht weißt, wo es da hingeht. Und dann haben wir ja letztens irgendwo auf so einem Berghügel, auf so einer Bergkette oben so ein Festivalplatz entdeckt. Da sind die übelst am Abfeiern mit Musik und so eine Bühne und so ein Zeug. Haben die da hingeklebt und hingebaut. Alter, das sah aus. Ich dachte, ich werd bekloppt. Und da werden wir das nächste Mal so ein kleines virtuelles Trucker-Treffen machen. Im SCS-Konvoi nur zu zeigen, was eigentlich da so alles möglich ist. Ne? So, jetzt schauen wir mal. Ich muss nämlich jetzt hier ein bisschen aufpassen. Mal ein bisschen aufpassen. Ah, hier, da fährt so ein Traktor zum Beispiel voll. Ne? Seht ihr das, was ich gemeint habe? Er fährt nämlich hier durch die Prärie. Muss ein bisschen aufpassen, das Ganze. Hier drüben ist die Bundesstraße. Da dürfen wir jetzt nicht fahren. Oder da kommen wir zumindest jetzt nicht drauf. Da oben fährt er. Geile Sache. Und jetzt geht es nämlich, wir fahren jetzt hier links weg. Durch einen kleinen Tunnel oder eine Unterführung. Passen wir gerade so durch. Ha, wie ausgemessen. Check. Passt. Dann haben wir hier wieder auch alles so kleine Straßen hier, ne? Also nicht zwingend im Autobahn fahren oder Dinge, sondern auch mal die kleinen Straßen abklappern. Da gibt es ja auch Frachten zum Abholen und Liefern. Das finde ich ja auch eigentlich richtig, richtig gut hier. So ein bisschen ausholen das Ganze hier. Jetzt. So, dann fahren wir jetzt hier über den Kreisverkehr. In Höhenoid oder so. Achtung, Baustellenverkehr. Und auch hier zum Beispiel, ne, ganz, ganz interessant hier auf der Baustelle. Könnt ihr das sehen? Da ist ein Ladesymbol, wie ihr schwer erkennen könnt. Ne? Hier, guck mal hier. Guck mal, was man da machen kann. Da kann man dann auch dementsprechend dann Fracht abholen. Und das ist das, was wir uns so ein bisschen wünschen, ne? Diese Flexibilität auf der Map mit den Frachten. Nicht immer von Rampe zu Rampe. Weil wir wollen das wollen wir machen hier. Das ist das Geile. Das ist das richtig Geile an dieser Karte hier. So, also wir schüsseln mal weiter. Hier wieder Haltestelle. Oh, Motorradreparatur. Hier entdeckst du jeden Tag irgendwas Neues, wenn du hier langfährst. Das ist so heftig, echt. Wahnsinn. Und jetzt wird es gleich interessant, weil Navi sagt ja, ich soll auf die Bundesstraße fahren. Das machen wir aber nicht. Sondern da kann man nämlich hinten nochmal rumdümpeln. Ist auch schon wieder Hidden Road. Guck hier. Hui. So viele Hidden Roads. Ich werde bekloppt. Ich zeige euch das mal. Ich muss bloß gucken, wo das jetzt war. Weil ich will jetzt eigentlich nicht auf die Bundesstraße, sondern ich will geradeaus weiterfahren.
Da kommst du nämlich, genau, da kommst du nämlich hinten lang. Pass auf, zeige ich. Vermüde durch eine Unterführung. Kommt Kreisverkehr, wir fahren nämlich geradeaus weiter. Kompass? Nee, ne? Wir fahren nach Gehör, wie immer. Das ist dann hier lang, glaube ich. Hier meine ich lang. Genau, und dann muss jetzt da nämlich links rein wieder. So also eine kleine Hidden Road Tour hier. Genau, steht hier. Landwirtschaftlicher Verkehr frei, glaube ich, steht da. Ne? Und hier auch wieder das Auto, wo das Auto steht, kannst du auch runterfahren. Genau, wir haben. Sind wir Landwirtschaft? Selbstverständlich sind wir Landwirtschaft. Sieht man doch hinten. Sieht man doch hier an unserer Fracht, dass wir landwirtschaftliches Gedöns sind hier. Was macht der Snuffy jetzt? Pass mal, wir können jetzt. Ich zeig mal, er zeigt, also auf der Karte ist es ja so, diese Hidden Roads werden nicht als im Navi erkannt als Strecke an sich. Da musst du eigentlich immer Bundesstraße, Autobahn etc. fahren. Der kennt quasi diese Hidden Roads nicht. Aber das macht ja nichts. Das ist ja wurscht. So, pass mal auf hier. Alter, viel Platz hast du nicht, aber es geht schon. Kommst gerade noch so rum hier? Ich muss jetzt bloß aufs Navi ein bisschen gucken. Ist jetzt mit Absicht, dass wir so fahren. Dort ist wieder so ein Mähdrescher. Mal gucken, was für Richtung das er fährt. Das ist das, was ich immer gemeint habe mit dieser Land, mit dieser Fläche hier, wie das so dargestellt ist. Guckt euch das mal an, wie weitläufig das Ganze hier ist, ne? Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist echt heftig. Dann glaube ich, was. Ah, nee, ich muss. Nee, jetzt muss ich geradeaus weiter. Jetzt müssen wir geradeaus weiterfahren. Dann kannst du da vorne über diese Hidden Road fahren. Hier ist übrigens die Bundesstraße. Kommst du hier, mein Freund? Mit deinem Fahrrad. Eieiei, kommt mit deinem Bike um die Kurve geschossen hier, ne? Alter Verwalter. Wie gesagt, hier ist die Bundesstraße, zweispurig. Und was machen wir? Fahren Hidden Road. Oh, schön langsam, 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 langsam. Moin, 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 moin. Kommt da nochmal so ein Fahrradfahrer hier, bekloppt. So, wir fahren jetzt diese Hidden Road. Ich hab's gewusst. Er kommt genau auf mich zu. Jetzt schön langsam, 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 langsam. Oh, lecker mio. Moment, wenn du hier ein Loadeck hast und aufpassen musst, dass das kaputt geht. Aber es klappt auch mit so einer Bude hier. Genau, ihr kennt also diese Hidden Road nicht. Das sieht jetzt am Navi, spackt natürlich ein bisschen rum, weil er sagt, kenne ich nicht, weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Aber es macht ja nichts. Dann hier lang. Das sind alle Straßen, die ich schon erkundet habe, aber da sind noch viel weitere versteckt. Alter Verwalter, was hier noch Straßen versteckt sind, da werdet euch dumm und dämlich suchen, sage ich euch. Ne? So, bislang mit der A-Säule sehe ich hier einen Scheiß, echt. Aber das ist, guckt euch diese Landschaft an, echt. Jetzt muss ich hier über die Brücke. Alter. Jetzt muss ich hier über die Brücke rüber. Oh, guckt euch diese Landschaft an. Ja, guckt euch das an, ey. Wahnsinn, oder? Mega. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier rumkomme. Den Zaun hier noch. Ja, könnte schon gehen. Ja, geht schon. Bundesstraße, da hinten wird es nämlich wieder einspurig. Wir fahren jetzt hier geradeaus weiter. Mega. Gibt so viel entdecken hier. So viel zu entdecken. Kommt nichts, da kommt auch nichts, kann man schön ausholen hier. Gut. Also das hier macht richtig Spaß auf dieser Karte zu fahren. Ich kann es euch nur immer wieder sagen. Ey, das ist so geil. Wahnsinn. So. Mal gucken, ob ich die Karte eingestellt habe für die Kamera. Muss ich mal schauen. Muss ich noch mal umstellen hier. Meine Eckkamera. Hier auf Navis. Habe ich noch eine falsche Tastenbelegung. So, das ist jetzt eigentlich auch eine Hidden Road. Das sieht man hier eigentlich auf der Karte ganz gut. Deshalb wird das Navi ist total am Ausflippen, weil die sagt, kenne ich nicht, weiß ich nicht, wo bin ich jetzt hier? Und deshalb sieht es natürlich jetzt ein bisschen spooky aus jetzt auf der Karte immer, aber ich finde es einfach geil. Guck mal, wir fahren schneller wie auf der Bundesstraße hier. Aha. Zeitersparnis. So, hier vorne wäre dann nämlich genau der Hof, wo wir jetzt hin müssen. Und das ist eigentlich das Coole, weil du müsstest das eigentlich, wenn du nach dem Navi folgst, müsstest du ewig rumdümpeln, oben nochmal rumfahren und hast nicht gesehen. Und das ist jetzt natürlich hier nicht so der Fall. Ne?
Das ist eigentlich sehr, sehr, sehr interessant. Wobei ich sagen muss, was ich noch nicht so ganz verstanden habe, ist ja eigentlich, genau, du kommst nämlich nicht über diese Bundesstraße hier auf diesen Hof, sondern über eine sogenannte Hidden Road, die jetzt hier, weil hier seht ihr selber, ist halt Absperrung, müsst ihr hier über diese Hidden Road fahren, ne? Und dann hier wird es dann lang dümpeln, hinten durch die Prärie einmal querfeldein, ne? Und das ist eigentlich das ganz Interessante hier an dieser ganzen Map hier, das Ganze. Richtig, richtig cool. Nur, dass ihr mal gesehen habt. Stark, stark, stark. Wie immer. Einmal drehen bitte. Einmal wenden. Also ihr müsst euch unbedingt diese Map holen. Am 8. Dezember ist es dann soweit. Eine Runde auf RPM. Ich kann es euch immer wieder nur empfehlen. Downloaden. Link dazu steht schon mal in der Beschreibung. Ne? Könnt ihr schon mal vormerken. Ganz, ganz dick. Und dann könnt ihr da dementsprechend genauso hier Gas geben wie meine einer. Ne? Was ich da noch hoffen möchte, ne? Meine Damen und Herren. Gut. Ich werde es gleich abladen. Und wenn ihr noch Fragen habt zur Map und dem ganzen Gedöns, dürft ihr das natürlich gerne machen. Einfach kommentieren, entweder hier oder im STS-Forum. Wenn ihr noch Ideen, Fragen oder Anregungen habt, Anregungen, dann dürft ihr das gerne machen. Ansonsten dürft ihr natürlich wie immer einen Däumeling da lassen, Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis bald und adios. Tschüss.